Wem gehört der Schuh? Geschrieben von Katharina E. Volk, illustriert von Gloria Jasionowski. Als die kleine Maus an diesem Morgen ihr Mauseloch verlässt und über den Feldweg spaziert, staunt sie nicht schlecht. »Hm, da liegt ja ein riesengroßer Schuh«, ruft sie. Sie trippelt näher heran. »So einen habe ich noch nie gesehen«, überlegt sie. »Wem er wohl gehört?« Ecco che dallo stagno vicino arriva la rana a grandi balzi. «È tua questa scarpa?» chiede il topolino. «No», dice la rana, «non è mia. Di sicuro qualcuno l'ha persa». Decidono di cercare il proprietario e restituirgli la scarpa. Quindi legano una cordicella alla scarpa e se la trascinano dietro.